Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Lego City Undercover. Und wir fahren hier mal schön im Kreis. Und in der letzten Folge haben wir den Mondbuggy hier aus dem Weltraumzentrum geklaut. Und jetzt versuchen wir mal mit diesem Buggy zu flüchten. Schauen mal, ob das gelingt, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ich habe keine Ahnung, wie schwer es ist. Also, egal. Hey, das ist mein Wagen! Du bist so besitzergreifend. Der gehört nicht dir. Na dann eben uns, ihm jedenfalls nicht. Komm mit! Fahren wir mal besser weg. Ja. Ich glaube, wir können uns Zeit lassen. Wahrscheinlich nicht. Okay. Spezialauftrag, fiese Astronauten abgeschlossen, bla bla bla. Polizeimarkanteil haben wir nur einen. Wie viel Prozent haben wir es geschafft? Ach man. Okay. 89 geht. 17 goldene Steine. Und fortsetzen. Und ich glaube, den Ladebildschirm schneide ich mal. Bis da. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, das ist irgendwie jetzt Sie sind spät dran. Ganz toll. Und mit spät dran meine ich, Sie sitzen hier auf Ihrem Hintern! Oh, Sie sind anscheinend doch los. Ja. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange Sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schreie ein paar Passanten zusammen. Bis dann. Okay, dann fahren wir ein bisschen herum. Ja, und Chan Chuan ist wieder mal sehr sanft. Okay, und jetzt müssen wir einfach flüchten. Einfach wegfahren. Ach, und zum Glück ist das einfach ein saulangsames Auto. Ach, und wir haben schon ein Herz verloren. Okay, und wir müssen einfach nur eine Minute lang flüchten. Und irgendwie ist es nicht so gut, mit diesem Auto zu fahren. Okay, ich versuche einfach, dass die hinter mir bleiben, weil die holen mich, glaube ich, sowieso nicht ein. Ja, die sind langsamer als ich. Wie auch immer das geht. Also ich sollte einfach nicht extrem dämlich fahren. Ich muss einfach aus dem Weg fahren, oder? Und wieso tickt das hier dann so? Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, ich fahre mal runter zum Dock, weil das geht sich mit dem Timing bestimmt gut aus. Oder muss ich in dieser Zeit runterkommen? Ach nö, oder? Nochmal, ja. Ach man, jetzt wäre ich auf den Steg gefahren, das wäre sich eigentlich perfekt ausgegangen, aber... Nein. Ach man, hier verliere ich mein erstes Herz, das zweite dann... Hoffentlich nicht hier. Ich sollte schauen, dass die hinter mir bleiben. Und dass sie nicht dann auf der anderen Seite entgegenkommen. Ja, so ist gut. Und dann fahre ich wieder runter zum Dock. Ich fahre einfach einmal herum und hoffe, dass ich nicht ins Wasser reinfahre. Ach man, dieses Ticken geht auch nur ein bisschen auf den Senkel. Ja, das passt jetzt so wieder. Sehe gleich wie vorher, nur vorher gab es ein paar Probleme. Hoffentlich schupfen die Leute mich jetzt nicht rein. Und null. Perfektes Timing. Ich glaube, wir haben es perfekt geschafft. Vorher bin ich halt genau bei null ins Wasser gefallen. Das war ein bisschen unlustig, aber jetzt haben wir es geschafft. Okay. Jumps Leute sind auch schon da. Das heißt, wir fahren mal mit dem Mondbuggy auf ihr Boot. Oder ja, macht's halt. Ist ja egal. Okay, und jetzt müssen wir wegfahren.
Aber ich glaube, müssen wir das jetzt steuern, das Boot? Nein, oder? Nein, wir fahren... Ja, wir kommen einfach drüben an. Im Kingscourt. Ja. Ich sagte, wir kommen in Kingscourt an. Anscheinend doch nicht. Okay. Wir übernehmen okay. Ab hier. Ja. Folg uns ja nicht. Okay, wir folgen euch. Ich wette was, wir müssen euch folgen. Aber egal. Kapitel 8. Die Befreiung. Was auch immer das jetzt heißen soll. Und es ruft uns... Dunby bist du an. In der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Okay, wir müssen also Forrest Blackwell retten. Haben wir ein Zeitlimit? Ich hoffe nicht. Ach, genau, und das ist sowas Tolles. Da muss man Aliens fangen. Und ich glaube, wir haben ihn. Ja, man muss sie abschießen und dann hat man sie, glaube ich, oder? Oder muss man denen hinten nachlaufen einfach? Ach so, ja, jetzt mit Adern. Und ich habe ihn. Genau, man kann nämlich Aliens festnehmen. Was auch immer das soll. Okay, und jetzt versuchen wir mal, Forrest Blackwell zu retten. Ach ja, und das ruft ja an. Dann geht. Degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Ach ja, wir kommen schon. Fahren wir mit dem Taxi. Wobei das Auto ein bisschen langsam ist und kein Nitro hat. Toll. Okay, ja, es ist eh gleich da vorne. Okay. Ach, Mann, hau ab. Okay, da vorne müssen wir jetzt dann Forrest Blackwell retten, der von irgendwelchen Bösewichten festgehalten wird. Und das musste ich jetzt so tun sehen. Der da. Nein, ich hab Violett. Natürlich, man hat immer Violett. Und ich glaube, man muss einfach da rein. Ja. Das ist das Farbwechslerparadies. Und da ist der Part. Sockel drin. Den ich jetzt einfach jedes Mal anders nenne. Okay, und wir brauchen Blau. Dann holen wir uns mal den Blauen. Okay, ist auch ein Violett da drin. Das wäre nämlich ziemlich dämlich. Weil wir, ja, da drüben sind ein Haufen Violette sogar. Zwei sogar. Oder es werden andere sein. Und das Taxi ist jetzt auch tollerweise blau. Ja. Okay. Ich würde sagen, es geht los. Retten wir Forrest Blackwell. Ach ja, falsche Taste. Ach ja, und jetzt müssen wir wieder mal einen Parcours laufen. Ich weiß nicht, manchmal bin ich nicht so der Freund von Parcours, aber... Ja, probieren wir es einfach mal. Ja, wir hatten ja schon mal einen Parcours, wo wir dann... Wo wir diesen Einbrecher, also... Wie heißt sie? Keine Ahnung. Natalia. Die haben wir dann erwischt dort. Da hatten wir schon mal einen Parcours. Das war eher weniger lustig, weil ich verkackt habe. Aber diesmal schaffen wir es. Ich werde festgehalten gegen meinen Willen. Hört mich jemand? Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Irgendwie schaut das nicht so wie eine Entführung aus. Würde ich behaupten, aber... Nehmen wir die mal fest. Okay. Okay.
Ja, und den einen noch. Dann haben wir es. Und irgendwer... Achso, gegen den müssen wir Arm drücken. Und dann haben wir ihn. Dann machen wir mal schnell die Kiste auf. Schauen, was da drin ist. Okay. Was kommt da raus? Hoffentlich kein Alien, weil... Ja, das wäre irgendwie dumm. Da brauchen wir auch blaue Farbe, oder? Ja, na klar. Alter, der Schuss ging genau drauf. Okay, klettern wir mal rauf. Müssen wir darüber, oder? Nein, da ist nur ein Superstein. Ja, ich habe es mir fast gedacht, dass er so abspringen wird. Sind die zwei nicht schon mal gekommen? Also, zu uns. Zum Glück verfolgen uns immer dieselben. Was war das jetzt, bitteschön? Dürfte ich fragen? Nein, das war nicht interessant. Das war scheiße. Warum ist der jetzt runtergefallen? So ein dummer Hund. Ach man, jetzt muss ich da nochmal rauf. Aber zum Glück habe ich ja schon alles, die Kämpfe und das Ganze schon gemacht. Also das geht ja jetzt ganz flott. Aber irgendwie ist es doch ein bisschen merkwürdig, warum das jetzt gerade passiert ist. Und die Gegner stehen da unten noch herum. Das ist das Beste. Und diesmal sollte das nicht passieren, sonst muss ich echt noch schneiden und darauf, ja, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock, das zu machen, weil ich habe keinen Bock, dass ich da jetzt die ganze Zeit verkacke. Ja, das, bis hier geht's ja, und hier ist jetzt diese tolle Stelle. Ich verstehe das Problem, okay. Ach, die Perspektive ist auch ein bisschen, okay, jetzt geht's. Ich weiß nicht, was da vorher passiert ist, da hat er sich dann beim... Also sich an der Stange festgehalten. Weil dafür gibt es ja auch keinen Knopf, also da kann ich jetzt nichts dafür. Vielleicht bin ich auch ein bisschen schief auf das Teil drauf gesprungen. Also, man weiß ja nie. Okay, da ist ein Café. Muss ich da runterspringen? Ja. Zum Glück sieht man das so eindeutig. Ach nö, an der Decke klettern. Das, ich habe eine Phobie dagegen. Weil das lässt sich irgendwie so komisch steuern. Ich mag das nicht. Okay. Ich muss mich ja gerade konzentrieren, weil ich habe keine... Okay, da ist ein Geländer. Oh, ja, toll. Ich habe es nicht gesehen. Wie war es mit nach rechts? Okay. Und jetzt sind wir bald da, denke ich. Jetzt klettern wir da noch rauf. Und sliden darüber. Okay. Da drüben ist es. Jetzt rennen wir darauf und springen darüber. Und hier ist das Ziel. Wir haben es geschafft, mit kleinen Schwierigkeiten, Mann, wie immer. Gehört zum Parcours dazu. Alter, die sind blöd. Ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ja, er fällt aber... Es ist aber kein Actionfilm und er fällt nicht drauf, sondern daneben. Ja, die Polizei ist auch da, also... Jetzt haben wir die Entführer. Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! Okay. Ja, wir müssen nur noch gegen die kämpfen, aber das dürfte nicht unbedingt schwer sein. Genau. Zeigen Sie es denen. Aber irgendwie habe ich da so ein Ja. Das waren einige Zweier. Ich sollte die mal festnehmen, alle. Ach man. Okay, dann nehme ich die anderen fest. Vorzüglich, ganz alte Schule. Ja.
Und den werfe ich einfach auf den anderen drauf. Dann habe ich beide. Ach ja, das geht ja nicht. Dann steht der andere wieder auf. Ja, und der fällt runter. Perfekt. Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht solange ich da bin, Sir. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist... Daher sollten wir das stimmt da nicht. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Ja, dann fahren wir mal. Ich bin ja ein guter Fahrer. Nicht so wirklich, aber ja. Sind leider spät dran, Chase. Das schaffen wir dieser Folge noch. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Natürlich. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Okay, dann fahren wir mal Blackwell nach Hause. Aber ich hoffe, wir werden nicht verfolgt, aber ich glaube schon. Ja, wir haben Herzen. Wir sind uns noch nie begegnet. Chase McCain, sieh an, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam, vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dambi war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmacher. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte, was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Irgendwie kommt der Typ ein bisschen komisch vor, weil... Ja, ich weiß nicht. Na, der ist ein bisschen verdächtig für mich. Was ist nett? Das ist gar nichts, ist hier nett. Okay, jetzt sind wir eh schon da. Tag für eine Spazierfahrt. Natürlich, eigentlich retten wir ihn gerade, aber es ist eine Spazierfahrt, natürlich. Da wären wir. So. Mr. Blackwell, ha, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum gehen wir nicht hinein? Dumpy. McCain, ist so, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Der ist ein bisschen wahnsinnig, würde ich behaupten, aber ja. Ach ja, und jetzt haben wir den Parcours freigeschaltet hier. Den müssen wir dann irgendwann nochmal durchlaufen, um einen goldenen Stein zu kriegen. In einer gewissen Zeit, glaube ich sogar. Und ich glaube, wir gehen mal in die Polizeistation. Betreten. Ja, ich bin sicher. Weil das dauert jetzt ewig, nämlich mit dem Laden und so. Bis nach dem Ladebildschirm. So, da sind wir wieder. Und ich wollte eigentlich die Sachen kaufen. Ja, ich baue mal dieses Bild da zusammen. Ich wollte nicht die Sachen freischalten. Stats mal 2 und mal 4 und sowas. Ach so, da kann man Bilder von Dunby aufhängen. Gibt's 4 in der Polizeistation, aber ich gehe mal einfach runter in den Keller. Keller. Muss man Gamepad auswählen. Okay. Was ist da? Der Part neigt sich ja schon dem Ende, aber ich möchte noch das ganze Zeug hier freischalten. Ach, das geht einfach nicht. Logisch. Nein, darunter gehe ich mal nicht. Ja, genau da. Da kann man es, glaube ich, freischalten. Einwohnerpolizei, man kann da... Ach ja, man muss ja die Dings auch freischalten. Die Kostüme. Bergarbeiter, Räuber. Polizei 2. Was kann man da machen, bitte? Spezial. Ach so, da kann man Zeug freischalten, nur
Spartaner, Indianer habe ich schon. Samurai-Kämpfer. Judoka, ja, die haben wir gesammelt, genau. Da sind jetzt nicht mehr Spezial 1 und Spezial 2. Ist der Metzger. Und das war es auch schon hier. Dienstleister. Zugführer Bill. Und sonst haben wir hier jetzt nicht wirklich was. Einwohner haben wir noch einen, aber eigentlich wollte ich ja was anderes freischalten. Okay, Verkleidekabinen haben wir jetzt, glaube ich, überall auf der Karte. Warum probierst du deine neue Verkleidung nicht gleich mal an? Heute Morgen haben wir in der Stadt Verkleidekabinen ausliefern lassen. Die Lieferanten natürlich haben sie aber nicht für uns aufgebaut. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Lego City Undercover. Bis zum nächsten Mal.